Während Europa vom Donnern der Dampfzüge widerhallte, veränderte ein junger Deutscher unsere Art zu leben und zu kommunizieren. Im 19. Jahrhundert war Dampf die treibende Kraft. Die Erfindung der Dampfmaschine hatte Europa grundlegend verändert. Dampf trieb die Maschinen an und machte das Reisen einfacher und schneller. Es schien, als ob die Dampfmaschinen einen festen Platz in der Welt erobert hätten. Aber dann kam Konkurrenz, die Elektrizität. Während des 19. Jahrhunderts wandelte sich die Elektrizität von einer obskur anmutenden Wissenschaft zu einer Kraft, die bald die ganze Welt antreiben sollte. Paradoxerweise kam sie ausgerechnet zuerst bei der Dampfeisenbahn zum Einsatz. Immer wieder hatte es tödliche Zugunglücke gegeben, weil die Lokführer nicht gewarnt werden konnten, wenn ihnen ein Zug entgegenkam. Daraufhin entwarfen die Bahngesellschaften einfache elektrische Telegraphensysteme, die den Schienen folgten. Die alten Telegraphen lösten eine Glocke aus. Der Stellwerkswärter verständigte damit den nächsten Bahnhof, sobald ein Zug abfuhr, und gab durch, wann er zu erwarten war. Also, einmal läuten, um zu hören, ob die Strecke frei ist. Strecke ist frei. Jetzt gebe ich durch, dass bald ein Zug einfährt. Nachricht erhalten. Der batteriebetriebene elektrische Telegraph ermöglichte zum ersten Mal eine schnelle Kommunikation. Alles schön und gut, aber viel ließ sich damit nicht mitteilen. Der Mann, der das volle Potenzial der Elektrizität erkannte und damit die Kommunikation und das Transportwesen revolutionierte, war ein junger deutscher Ingenieur, Werner Siemens. Schon als Kind begeisterte er sich für Naturwissenschaften. Da das Geld nicht reichte, trat er als Artillerist in die preußische Armee ein und erhielt dort die Ausbildung zum Ingenieur, die sich sein Vater nicht leisten konnte. Während des Studiums lernte Werner Siemens auch das neueste mit Strom betriebene Gerät kennen, den Zeigertelegraphen. Mit ihm konnten einzelne Buchstaben eines Textes auf unkomplizierte Weise übermittelt werden, ohne sie erst kodieren zu müssen. Der Zeigertelegraph war von den Engländern Cook und Wheatstone erfunden worden, aber er war störungsanfällig. Da kam Siemens gerade recht. Genius. Er überlegte, wie er das Gerät verbessern könnte. Dazu wandte er sich an den jungen Techniker Johann Georg Halske. Halske war gelernter Elektrotechniker und besaß eine eigene Werkstatt. Die gab er aber bald auf, um mit Siemens zusammenzuarbeiten. 1846 konstruierten Siemens und Halske den inneren Mechanismus des Telegraphen neu, sodass er automatisch die Bewegung von Sender und Empfänger synchronisierte. Und sie verbesserten die Signalübertragung zwischen den Telegraphenempfängern. Werner Siemens hörte von einer neuen Substanz namens Guttapercha. Mit diesem eingedickten Harz einer Gummibaumart überzog er die Kupferdrähte seiner Telegraphenleitungen. Er ahnte, dass er einer großen Sache auf die Spur gekommen war. In seinem Tagebuch hielt er fest: Ich habe mich entschieden, mein Leben der Telegraphie zu widmen, sei es in der Armee oder außerhalb.
Telegrafie wird ein wichtiger technischer Zweig werden und ich fühle mich dazu berufen, eine Rolle in ihrer Entwicklung zu spielen. Denn ich bin sicher, dass sie noch in den Kinderschuhen steckt. Wahrlich weise Worte. Wise words indeed. Das Gerät wurde 1845 patentiert und kam genau richtig. Der politische Umbruch in Deutschland ließ die schnelle Kommunikation per Telegraph immer wichtiger werden. Die Märzrevolution von 1848 rief die erste Nationalversammlung des Landes ins Leben. Siemens sollte eine Telegrafenleitung von Frankfurt, wo die Versammlung tagte, nach Berlin legen, der Heimat des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Die Hälfte der Leitung wurde unterirdisch verlegt, um Sabotageakte zu verhindern. Die Nachrichtenübertragung sollte ohne Störungen ablaufen. Die Verbindung war 500 Kilometer lang und damit die längste in ganz Europa. Am 28. März 1849 wählte die Frankfurter Nationalversammlung König Friedrich Wilhelm IV. Zum Kaiser. Der musste nicht lange auf das Ergebnis warten. Nicht einmal eine Stunde später erfuhr er, dass die Wahl auf ihn gefallen war. Eine Nachricht, die früher Tage gebraucht hätte. Zum ersten Mal waren brisante Neuigkeiten in solcher Geschwindigkeit übermittelt worden. Eine Sensation. Das beschauliche Tempo des viktorianischen Zeitalters war vorüber. Dieser Erfolg rückte Siemens und Halske ins Rampenlicht. Sie ahnten, dass große Zeiten auf sie zukommen würden. In weiser Voraussicht stellte Siemens seine Brüder Karl und Wilhelm ein, um die kleine Firma voranzubringen. Karl, ich will mich auf die wissenschaftliche Forschung konzentrieren. Ich habe weder Zeit noch Lust, mich mit anderem zu befassen. Das wäre auch Zeitverschwendung. Wilhelm und ich sind uns einig. Du kümmerst dich um die Technik. Ich kümmere mich um die Vermarktung in Deutschland. Und ich übernehme das Geschäft in Großbritannien. Dort haben wir große Möglichkeiten. Hervorragend. Und mein Freund und Partner Johann entwickelt die Prototypen. Die Gründung des Familienunternehmens katapultierte Europa vom Zeitalter der Dampfmaschinen in die Ära der Elektrizität. Die Firma wuchs und Werner Siemens begann, an einer neuen Art der Energiegewinnung für sein Telegraphensystem zu arbeiten. Das Gerät benötigte Strom, aber den konnte man zu jener Zeit nur mit recht unzuverlässigen Gleichstrombatterien erzeugen. Siemens wurde von einem anderen Genie seiner Zeit inspiriert, Michael Faraday. Der hatte entdeckt, dass ein einfacher Dynamo Strom produzieren konnte, so wie der hier, der die Fahrradlampe antreibt. Ein Dynamo wandelt mechanische Energie in Strom um, wie in diesem Fall die Drehung des Rades durch Muskelkraft. Faraday hatte herausgefunden, dass die Drehung einer Metallspule in einem Magnetfeld einen elektrischen Strom erzeugt. Siemens und Halske nutzten dieses Prinzip und entwarfen einen Dynamo, der den Zeigertelegrafen antrieb. Wenn der Benutzer an einer Kurbel drehte, rotierte die von Magneten umgebene Spule. Das erzeugte einen elektrischen Strom, durch den sich der Zeiger zeitgleich bewegte. Siemens schrieb: Unser neuer elektromagnetischer Zeigertelegraph scheint sich brillant zu entwickeln. Ganz ohne Batterien wird er der wahre Eisenbahntelegraph werden. Die einfach zu bedienenden Aufziehtelegraphen wurden von den Bahngesellschaften begeistert angenommen. Und nebenbei verdienten sie sogar noch Geld damit, indem sie Telegraphenämter eröffneten und sich die neue Leistung gut bezahlen ließen. Nun konnte jeder über weite Strecken mit anderen kommunizieren.
Die Vorstellung, dass Strom ein ernstzunehmender Konkurrent für die Dampfkraft werden könnte, schien allerdings absurd. Doch genau das geschah. Werner Siemens hatte das Kommunikationssystem revolutioniert, indem er die längste Telegrafenleitung in Europa verlegte. Aber das war erst der Anfang. Ihm war klar, wenn Elektrizität die Welt antreiben sollte, müsste sie auf rationellere Weise erzeugt werden. Selbst die besten Dynamos produzierten damals nur begrenzte Mengen Strom. Das lag daran, dass die Spulen, die sich in der Nähe eines großen Dauermagneten drehten, verhältnismäßig schwach waren. Eine sehr viel stärkere Magnetkraft musste her. Siemens überlegte, ob und wie er die Dauermagnete durch Elektromagnete ersetzen könnte. Wickelt man Kupferdraht um einen Eisenkern und lässt Strom hindurchfließen, wird das Metall magnetisiert und es entsteht ein Magnetfeld. Genau so funktioniert ein Elektromagnet. Siemens experimentierte hin und her. Theoretisch hätte der sogenannte selbsterregende Dynamo unbegrenzte Mengen Strom erzeugen müssen, aber zunächst einmal erzeugte er gar nichts. Tag für Tag ordneten Siemens und Halske die Spulen auf immer neue Weise an. Dann in 1866 kam der Durchbruch. Endlich brachte Siemens seinen selbsterregenden Dynamo zum Laufen. Er erzeugte viel mehr Strom als jeder bisherige Dynamo. Siemens und Halske notierten in ihren Aufzeichnungen, wie aufregend dieser Moment war. Der Effekt war erschütternd und überwältigend. Jeder von uns spürte sofort die große Bedeutung dieses Schrittes, aber ohne zu wissen, wohin er führen würde. Der neue Dynamo stieß sofort auf großes Interesse. Vor allem bei den Briten, die mit den weit entfernten Ländern ihres riesigen Imperiums Kontakt halten wollten. In Kolonien wie Indien kam es immer wieder zu Unruhen. Da war schnelle Kommunikation wichtig. Aber in der Regel dauerte es 2 Monate, bis ein Schiff die Nachrichten überbrachte. Siemens und Halske schlugen vor, dieses Problem mit einer Telegrafenleitung zu lösen. Sie würde von London durch den Ärmelkanal nach Europa und in die Türkei führen und von dort durch den Persischen Golf und Indien nach Kalkutta. Vielleicht könnten sie eine telegrafische Verbindung schaffen, die um ein Viertel der Welt herumreichte. Siemens zog alle Register. Die Tiefseekabel wurden mit Gutta-Percha isoliert, um dem kalten, salzigen Meerwasser zu widerstehen. Und das Geniale? Sein elektromagnetischer Dynamo konnte die 11.000 Kilometer lange Leitung mit Strom versorgen. Siemens vollendete diese Telegrafenleitung im Jahr 1870. Es dauerte nur noch 28 Minuten, eine Nachricht von Kalkutta nach London zu senden. Das war die größte technische Errungenschaft seiner Zeit. Die sensationelle Telegrafenlinie wurde zur schnellsten und zuverlässigsten der Welt und sicherte 60 Jahre lang die Verbindung zwischen England und Indien. Die Zeitung The Daily Telegraph schrieb, das neue Kommunikationssystem hat die Zeit einfach wegtelegrafiert. Der neue Dynamo setzte ein Zeichen. Elektrizität eroberte die Welt. Siemens war klar, dass sich mit Strom nicht nur Informationen weiterleiten, sondern auch Menschen befördern lassen mussten. Im zweiten Teil: Elektromotoren erobern die Welt und aus einer Telegrafenbauanstalt wird der Siemens-Konzern.
Heute bei NTV. Ich taufe dieses Schiff Prince of Wales. Möge Gott es behüten und all die, die es fahren werden. Als die Prince of Wales 1941 vom Stapel lief, glaubte die britische Armee, dass ein Schiff wie dieses die gesamte japanische Flotte aufhalten könnte. Ein fataler und arroganter, der 800 Menschen das Leben kostete. Das Ende der Kriegsschiffe. Heute 20.10 Uhr bei NTV. NTV, der Nachrichtensender. Ihre Handyrechnung ist Ihnen zu hoch? Dann ziehen Sie doch einen Schlussstrich und wechseln Sie. Mit der Handy-Flatrate von O2 telefonieren Sie jetzt für nur 25 Euro im Monat völlig unbeschwert ins deutsche Festnetz und ins Netz von O2 Germany. Ohne böse Überraschungen. Was können wir für Sie tun? O2 can do. Jetzt müssen Sie schnell sein. Wechseln Sie bis zum 29. Juni zur Handy-Flatrate von O2 und Sie bekommen das Sony Ericsson W810i für nur 1 Euro. Also, worauf warten Sie noch? Zahnfleischentzündungen, Parodontitis? Meridol-Mundspüllösung antibakteriell schützt täglich vor Zahnfleischentzündungen. Meridol, Balsam für Ihr Zahnfleisch. Entstehen Finanzlösungen, indem wir uns genau anhören, was unsere Kunden sagen. Und noch genauer das, was sie nicht sagen. Sie könnten das echtes Verstehen nennen. Wir nennen es einfach You and Us. You and Us. UBS. Heute Welt der Wunder. NTV Spezial. Life is short. Was das Alter mit unserem Körper anstellt. Süße Beeren. Wie fruchtiges Gummi entsteht. Und hält ewig. Was der Dübel alles kann. Welt der Wunder. NTV Spezial. Heute 18.30 Uhr. Die neuartigen Dynamos produzierten noch nie dagewesene Mengen Strom. Vielleicht könnten ja sogar elektrisch angetriebene Motoren die allgegenwärtigen Dampfmaschinen ablösen. Siemens stürzte sich in die Herstellung eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs, das die Menschen durch die Städte befördern sollte. Auf der Berliner Gewerbeausstellung von 1879 demonstrierte er stolz die erste elektrische Bahn der Welt. Die Stromversorgung erfolgte über die Gleise. Die Besucher staunten nicht schlecht, als sie mit einem Zug fahren durften, der nicht wie sonst von einer zischenden Dampflokomotive gezogen wurde. Mehr als 90.000 begeisterte Gäste ließen sich übers Messegelände kutschieren. In einem Brief schrieb Siemens: Mein lieber Bruder, unsere elektrische Eisenbahn zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und lässt sich sicherlich weiterentwickeln. Auch der exzentrische britische Erfinder Magnus Volk wurde auf die neue Sensation aufmerksam und beschloss, eine Straßenbahn zu bauen, die an der Küste von Brighton in Südengland entlangfahren sollte. Er hasste die lauten, rußverschmutzten Dampfzüge. Elektrische wären einfach perfekt. Aber es gab ein Problem. Um genügend Strom für eine Straßenbahn zu erzeugen, musste die Leistung des Dynamos noch einmal erhöht werden. Und die hing wiederum ab von der Geschwindigkeit, mit der er sich drehte. Im Zeitalter der Dampfmaschinen lag es auf der Hand, den Dynamo mit ihnen anzutreiben, beziehungsweise hiermit. This is...
Das ist eine Verbunddampfmaschine mit 300 PS, die den Dampf zweifach nutzt. Erst strömt er durch den kleineren der beiden Zylinder, dann strömt er mit niedrigerem Druck durch den größeren Zylinder. Der hohe Druck im kleinen Zylinder hält sich die Waage mit dem niedrigeren Druck im großen Zylinder. Mit dieser Dampfmaschine ließ sich fast doppelt so viel Energie aus der gleichen Menge Dampf gewinnen wie bisher. Sie war mit einer gekröpften Welle verbunden, die den Dynamo antrieb. Der ließ sich nun so schnell bewegen, dass er genug Strom für die elektrische Eisenbahn lieferte. Und so konnte Magnus Volk 1883 die erste elektrische Bahnstrecke eröffnen. Und das ist sie, die älteste elektrische Bahn der Welt. Die Stromversorgung erfolgte über ein drittes Gleis in der Schienenmitte. Ein Gleitschuh nahm den Strom unterhalb des Triebwagens ab und leitete ihn zum Motor. Der Elektromotor bewegte ein an den Radachsen befestigtes Getriebe. Der Zug erreichte auf der 1300 Meter langen Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Stundenkilometern. Ein rasantes Tempo für die damaligen Verhältnisse. Trotz des großen Erfolgs in England ließ sich dieses Konzept in Deutschland leider nicht so einfach verwirklichen. Die Leute waren an Pferdetrambahnen gewöhnt und hatten Angst vor stromführenden Schienen. Um seinem Traum doch noch ein Stückchen näher zu kommen, entwickelte Siemens ein System, das die elektrischen Züge über Oberleitungen mit Strom versorgte. Die Straßenbahn von Frankfurt nach Offenbach eroberte die Herzen der Leute im Nu. Nachdem die anfängliche Skepsis gewichen war, wurden Straßenbahnen immer populärer. Der Strom wurde nun über ein großflächiges Netz in die Oberleitungen eingespeist. Das ist das Herzstück der Bahn. 750 Volt strömen durch diesen Regler. Er funktioniert wie ein großer Dimmer. Je weiter man diese Kurbel dreht, desto mehr Strom fließt hindurch. Und desto schneller fährt man. Und los geht's. Die Vorteile der elektrischen Personenbeförderung lagen klar auf der Hand. Die Straßenbahnen waren schneller als Pferdefuhrwerke. Außerdem waren Elektromotoren viel besser für das dauernde Stop-and-Go im täglichen Verkehrsgewühl geeignet als Dampfmaschinen, weil sie schneller ansprangen. Herrlich! Das ist eine der ersten Straßenbahnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurden. Sie wiegt 13 Tonnen und wird von einem 66 Kilowatt Motor angetrieben. Ende des 19. Jahrhunderts rumpelten Straßenbahnen durch fast alle großen Städte. Und die 1847 von Siemens und Halske gegründete Telegrafenbauanstalt entwickelte sich zu Deutschlands größtem Elektrokonzern. Siemens revolutionierte das Transportwesen des 19. Jahrhunderts. Schon zu Lebzeiten überschüttete man ihn mit Ehrungen. 1888 wurde er in den Adelsstand erhoben und durfte ein von vor seinen Namen setzen. 1892 starb Werner von Siemens. In den längst vergangenen Tagen bei der Armee hatte er den Wunsch geäußert, eine Firma zu gründen, die ihm zu Lebzeiten Ruhm und Reichtum bringen würde. Dieser Traum ist wahr geworden. Dank Siemens konnte schon bald ein großer Teil der europäischen Beförderungssysteme auf Strom umgestellt werden. In den Städten nahm die Popularität der Straßenbahnen ständig zu. 1930 gab es in Deutschland bereits mehr als 20.000.
Und noch heute befördern sie weltweit mehr Menschen als alle Eisenbahnen zusammen. Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod beeinflusst Siemens Pionierarbeit immer noch, wie wir heute reisen, kommunizieren und leben. Die weltweite Nachfrage nach seinen Erfindungen zeugt von seinem großen Genie. Die Sportnews bei ntv.de. Erfolge und Skandale, Triumphe und Niederlagen. ntv.de, die Nachrichtenseite.